zudem eine offizielle Bestätigung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa noch aus. Angeblich soll es sich um ein Team handeln, das gestern von Separatisten in Lugansk festgenommen wurde. Die Gruppe sei verwarnt und aufgefordert worden, sich künftig nicht mehr in der Gegend aufzuhalten, sagte ein Führer der Aufständischen. Offen wäre damit weiter das Schicksal der UFZE-Beobachter, die schon seit Montag verschwunden sind. Die Situation in der Ostukraine gleicht immer mehr einem Bürgerkrieg. US-Außenminister Kerry äußerte sich besorgt über Berichte, wonach ausländische Kämpfer, besonders aus Tschetschenien, über Russland in die Ukraine kommen.